Hi ihr Lieben, heute geht es um 11 Style-Fehler, die Französinnen nie passieren. Ja, immer wenn ich in Frankreich unterwegs war, und ich war recht oft dort, sowohl privat als auch beruflich, ist mir der wunderschöne, zeitlose Stil der Französinnen aufgefallen. Ihre landestypischen Stilregeln und Tricks, die so einfach wie genial sind. Ja, und wenn man was davon für sich übernimmt, wird man automatisch auch besser aussehen. Aber pickt euch nur die Tricks raus, die euch wirklich ansprechen, denn wie immer, jede Frau soll immer das tragen, wozu sie Lust hat und woran sie Spaß hat. Nummer 1, casual all over. Das Wort casual kommt im Wortschatz einer Französin nicht vor, kann man sagen. Also eine Französin würde nie in Leggings und Sweatshirt zum Supermarkt gehen und Jogginghosen sind auch nicht unbedingt Bestandteil ihrer Garderobe. Ja, dazu passt auch der Spruch von Karl Lagerfeld, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und dieser Spruch bekommt in der heutigen Zeit eine ganz neue Bedeutung, denn wir haben alle viel Zeit in Jogginghose zu Hause verbracht und hatten dabei auch die Kontrolle über unser Leben verloren. Aber wir konnten ja selbst gar nichts dafür. Es war höhere Gewalt. Ja, was hätte Karl wohl zur aktuellen Situation gesagt? Ich bin mir sicher, er hätte das Beste draus gemacht und eine geniale Kollektion rausgehauen. Er kannte ja nur Strass und keinen Stress. Also, die Französin wird man nie im Gammel-Look erwischen, aber auch nicht komplett aufgebrezelt, wie zum Beispiel die Engländerin. Wenn eine Engländerin weggeht, dann werden alle Register gezogen, das krasseste Make-up aufgelegt und das kürzeste Kleid aus dem Schrank geholt. Ich erlaube mir das jetzt, weil ich selbst Engländerin bin, also noch die deutsche Staatsangehörigkeit jetzt auch beantragt. Also nach dem Brexit macht das nicht mehr so viel Spaß als Engländerin hier in Deutschland. Ja, aber zurück zu den Französinnen. Also die Französin kennt diese beiden Extreme nicht. Sie mixt ihre Kleidung so, dass die Grenzen zwischen casual und elegant schick verschwimmen. Ihre Outfits wirken immer mühelos und so, als hätte sie nicht viel Zeit vorm Spiegel verbracht, aber das hat sie ganz sicher. Trotzdem wirkt alles ungewollt. Mein Tipp, sich auch diese Stilbrüche trauen und nicht so sehr in diesen Schubladen denken, Casual-Look, Job-Look, Weggeh-Look, sondern einfach mal untereinander zu mixen. Eine wunderschöne, elegante Bluse, zum Beispiel zu einer coolen, zerschlissenen Jeans oder ein feminines Sommerkleid zu einem schlichten Sneaker. Sich einfach was trauen und dabei Spaß haben. Nummer 2, zu viele Logos. Eine Französin würde niemals viele Designer-Logos in einem Outfit mixen. Das empfindet sie als stillos. Sie ist bescheiden und zurückhaltend. Sie kauft sich zwar Designerteile, aber nicht, weil sie unbedingt ein Designerteil besitzt will, sondern weil es zufällig perfekt zu ihrem persönlichen Stil passt. Stil geht ihr immer vor Status. Eine Französin kleidet sich nicht, um andere zu beeindrucken, sondern nur sich selbst. Sie will sich selbst gefallen und dann fühlt sie sich stark und selbstbewusst. Und nichts ist aufregender an einer Frau als Selbstbewusstsein. Und das wissen die Französinnen. Nummer 3, Make-up-Experimente. Französinnen sieht man sehr selten mit bunten Lidschattenfarben oder mit Lippenstiften in grellen Pink oder Koralltönen. Sie lieben einfach klassisch roten Lippenstift und roten Nagellack. Was anderes kommt für sie nicht in Frage. Und Kosmetikfirmen haben es in Frankreich wirklich schwer, große bunte Lidschattenpaletten an die Frau zu bringen oder Lippenstifte in 53 Farbnuancen. Die Französin hat ihren roten Lippenstift gefunden, der Ton, der perfekt zu ihrem eigenen Typ passt, und trägt ihn als Accessoire. Wenn sie zum Beispiel ein schlichtes Outfit anhat, dann ist der Lippenstift das besondere Highlight. Und ich spreche natürlich von Prä-Panini-Zeiten, ist klar. Heute kann man dann eine Mundschutzmaske mit aufgedruckten roten Lippen zum Beispiel tragen. Gibt es bestimmt im Scherzartikel an. Aber die Lippenstiftzeiten werden zurückkommen. Man sieht auch selten Französinnen mit extremem Make-up, so wie man es auf Instagram manchmal sieht. Also mit Fake-Wimpern, dicken Contouring-Balken und Highlighter, der andere schon von 1 Kilometer Entfernung blendet. Das kennt eine Französin nicht und da hat sie auch gar kein Interesse dran. Eine Französin trägt meistens ein leichtes Make-up, sowohl tagsüber als auch abends, das ihre natürliche Schönheit unterstreicht und sie nicht aussehen lässt wie ein anderer Mensch, wo sich der ein oder andere vielleicht fragt, wie sie wohl ohne Make-up aussieht. Fehler Nummer 4, Quantität über Qualität. Ich fasse übrigens alle Tipps aus dem heutigen Video wieder bei Instagram in einer Checkliste zusammen und alles, was ich euch heute im Video zeige, ist unten in der Infobox verlinkt. Also, der Schrank einer Französin besteht zu 80% aus zeitlosen Teilen in guter Qualität. Ja, ihre Outfits bestehen oft aus zeitlosen, schlichten Kleidungsstücken und Signature-Accessoires, wie zum Beispiel der genannte rote Lippenstift. Sie lieben aber auch schöne, besondere Tücher, Statement-Ohrringe, tolle Taschen, die im Blickfänger sind, oder auch Sonnenbrillen und Brillen, die perfekt den eigenen Typ unterstreichen. Aber weniger ist mehr. Eine Französin wird sich niemals mit ganz viel Schmuck behängen oder 10 Accessoires gleichzeitig tragen. Sie sagt dann,
Ich sehe aus wie ein Weihnachtsbaum. Ja, also ganz gezielt ein, zwei Stücke. Und sie liebt auch vielseitige Teile, sowohl Kleidungsstücke als auch Accessoires. Sie besitzt Schmuckstücke und Accessoires, die sie sowohl im Alltag, beim Gassigehen, auf dem Spielplatz, im Supermarkt, im Job tragen kann, als auch abends zum Weggehen. Nummer 5, Teile, die nicht passen. Ja, übrigens, wenn ihr Lust auf noch mehr Videos rund ums Thema Mode und Stil habt, dann abonniert meinen Kanal und klickt das Glöckchen. Ich bin jeden Freitag für euch da. Also, für eine... Warum klingt das irgendwie so gestellt? Keine Ahnung. Wenn man so ein Sprüchlein aufsagt, klingt das immer blöd. Also, eine Französin würde niemals etwas tragen, was ihr nicht richtig passt. Der Schnitt ist für sie alles. Sie würde also bei Teilen die Nase rümpfen, die am Bauch zu eng sind, am Po schlabbern oder die einfach zu kurz sind. Eine Französin kennt ihre Figur, sie weiß, was ihr bei ihrer Statur, ihrer Körpergröße, ihrer Oberweite am besten steht. Und dann bleibt sie auch bei ihren besten Schnitten. Und wenn mal was nicht perfekt passt, dann geht's ab zur Änderungsschneiderei. Übrigens verlinke ich hier mal ein Video zum Thema Figurtyp, falls ihr da Interesse dran habt und ein bisschen einsteigen möchtet. Also, eine Französin lebt nach dem Motto, Kleidung muss zu mir passen und nicht umgekehrt. Nummer 6 zu bunt. Eine Französin trägt maximal 2 Farben im Outfit. Sie liebt neutrale Töne wie schwarz, weiß, grau, beige, gräsch. Klingt auch sehr französisch. Ja, und kombiniert die neutralen Töne dann mit einer einzigen Akzentfarbe, die dann auch gerne ein bisschen bunter und schriller sein darf. Gerne auch in Form von Accessoires, weil sie dann einfach bei ihrer neutralen Garderobe bleiben kann. Eine Französin wird also nie viele bunte, schrille Farben in einem Outfit miteinander mixen. Was sie auch nie macht, ist braun mit schwarz zu mixen. Warum auch immer, hat ihr wahrscheinlich ihre stilsichere Mutter beigebracht. Und was sie auch ungern macht, ist Metalle zu mixen, also Silber mit Gold. Entweder Silber oder Gold, es sei denn, sie trägt mal Bicolor- oder Tricolor-Schmuck. Und wenn eine Französin Prinz trägt, dann kombiniert sie Unifarbenes dazu, sonst nichts. Eine Französin trägt auch nicht schwarze Schuhe, zu allem sie weiß, dass schwarz jetzt nicht der Joker ist, gerade bei Schuhen nicht, denn schwarze Schuhe können bei einem hellen Outfit viel zu dominant sein. Und sie stimmt sehr gerne ihre Accessoires farblich aufeinander ab, also zum Beispiel cognacfarbener Schuh zu cognacfarbener Tasche, schwarzer Schuh zu schwarzer Tasche. Das ist ihr einfach wichtig und sieht in der Regel auch stimmiger aus, als wenn man verschiedene Lederfarben miteinander mixt. Ja, Nummer 7, zu perfekt. Eine Französin muss nicht perfekt sein. Stichwort mühelos schick. Ihr Style ist sehr simpel. Sie mag es nicht unkompliziert. Sie muss auch nicht perfekt sein. Im Prinzip feiert sie ihre Imperfektionen, weil sie Teil ihrer Persönlichkeit sind. Sie weiß auch, dass eine Frau, die nicht perfekt ist, aber dazu steht tausendmal aufregender, dass es eine Frau, die perfekt aussieht, aber dabei unsicher ist. Ja, und eine Französin redet auch nicht darüber, wie lange sie gebraucht hat, sich fertig zu machen. Sie redet auch nie über ihre Sportroutine und wie anstrengend das alles ist. Sie redet generell wenig über ihr Aussehen und wie sie es erreicht hat. Und das macht sie geheimnisvoll und auch das lässt ihren Stil mühelos wirken. Und wenn jemand ihr ein Kompliment macht, dann sagt sie einfach Danke und erklärt nicht, warum sie jetzt gerade so gut aussieht oder macht sich kleiner oder schlechter, so nach dem Motto, ach, das Outfit ist doch nichts Besonderes. Nein, sie sagt einfach Danke und fertig. Fehler Nummer 8, nie die Regeln brechen. Eine Französin hat keine Angst, die Regeln zu brechen, im Gegenteil. Sie macht ihre Regeln selbst und trägt, was ihr gefällt. Ist auch egal, was gerade der latest Shit auf Instagram ist, was alle Frauen tragen und auch die aktuellen Must-Haves gehen ihr am allerwertesten vorbei. Sie legt selbst fest, was ihre persönlichen Must-Haves sind. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Nummer 9, Trendsklavisch folgen. Ja, die Französin pfeift auf Trends. Ihr ist es einfach nicht so wichtig, ob die Skinny Jeans jetzt gerade mega out ist oder ob alle Oversize tragen. Sie kennt zwar die Trends, aber sie ist einfach nicht so beeindruckt von ihnen. Ihr persönlicher Stil geht immer vor Trendiness. Sie übernimmt gerne mal einen Trend, der ihr Herz höher schlagen lässt, aber sie hat auch kein Problem damit, 2 Saisonen lang gar nichts Trendiges zu tragen, wenn sie die Trends gerade doof findet. Nummer 10, so sein wie alle. Eine Französin traut sich, anders zu sein. Sie traut sich einfach, sie selbst zu sein. Sie schreibt ihre eigenen Moderegeln. Ihr ist es einfach nicht so wichtig, was andere über sie denken. Sie muss sich selbst gefallen und sie liebt Mode und Stil. Sie lebt selbstbewusst ihren individuellen Stil aus und das macht sie so besonders. Und wie vorhin schon erwähnt, weiß sie, nichts macht eine Frau unwiderstehlicher als ein starkes Selbstbewusstsein. Nummer 11, guter Stil ist teuer. Eine Französin weiß, dass das falsch ist und Stil nichts mit Geld zu tun hat. Da kann eine Frau noch so viel für Chanel, Hermes und Co. ausgeben. Wenn sie keinen Stil hat, wird sie nicht so gut aussehen wie eine Frau, die wenig Geld in zeitlose und vielseitige Teile ausgegeben hat, investiert hat, die aber perfekt zu ihr passen. Und diese zeitlosen Teile setzt sie dann mit wenigen geschmackvollen Accessoires in Szene. Und unter den Teilen können auch mal
wunderschöne Second-Hand-Funde sein, die dem Outfit noch mehr Persönlichkeit verleihen. Also eine Französin weiß, dass Mode für alle da ist. Jede Frau kann Stil haben, egal wie klein ihr Modebudget ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal unten rein, wie viel Französin in euch steckt. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video dazu, welches Kleid für welchen Figurtyp perfekt ist. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das Glöckchen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!